Wenn der göttliche Funke hier nicht überspringt, wo dann? Die Wiesenthaler Pfarrkirche, seit fast 3 Jahren Heimat für das größte schwenkbare Weihrauchfass der Welt. Bald steht es auch schwarz auf weiß im Guinness-Buch der Rekorde. Das lässt Ministrantenherzen höher schlagen. Ja, das ist, also ich sag immer, schon geil. Ist irgendwie voll cool und man ist auch dann schon stolz drauf. 120 ehemalige und aktive Ministranten aus Waghäusel haben insgesamt 4 Jahre Arbeit in das gigantische Weihrauchfassprojekt gesteckt. Dem Guinness-Komitee mussten sie zig Nachweise bringen, bis der Weltrekord endlich anerkannt wurde. Waghäusels Oberbürgermeister Walter Heiler übergab gestern die Urkunde und sogar die Landesregierung gratulierte durch Staatssekretär Ingo Rust. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt, das wir da gemeinsam gestemmt haben. Und wenn wir da ein weiteres Superlativ im Land haben, dann bin ich da natürlich sehr froh drum. Im kirchlichen Bereich haben wir da auch noch ein anderes. Wir haben den größten Kirchturm der Welt. Jetzt haben wir auch das größte Weihrauchfass der Welt. Von daher können wir da in Baden-Württemberg richtig stolz sein, sind auch richtig stolz auf euch. Auch Erzbischof Robert Zollitsch ist angetan von dem Weihrauchfass der Superlative. Im letzten Jahr kam er deshalb zu einem Gottesdienst nach Waghäusel. Die Kugel mit ihren Hügeln und Meteoriteneinschlägen wiegt 138 Kilo. Jetzt also haben sie den Weltrekord von den Guinness-Juroren, die den gespannten Ministranten diese Nachricht so überhaupt nicht feierlich mitteilten. Erfahren haben wir es ganz unspektakulär. Es war ein regnerischer Tag und die Urkunde lag im Briefkasten, wurde sogar noch nass. Also von daher, es war jetzt kein Notar, der uns es überbracht hat, sondern sie lag schlichtweg im Briefkasten. Egal, entscheidend ist der Titel Größtes Weihrauchfass der Welt. Und für die Ministranten aus Waghäusel ist es natürlich auch das Schönste. Wir sind halt immer auch ganz stolz, wenn wir in der Kirche halt sind und das Weihrauchfass schwingt. Und dann gucken wir das auch immer an und denken, wow, was wir da auf die Beine gestellt haben und so. Jetzt wollen die umtriebigen Ministranten noch auf die Autobahn. Das Hinweisschild haben sie schon entworfen und ihrem Oberbürgermeister so dezent einen Auftrag erteilt. Sie werden sicher nicht locker lassen, bis sie auch dieses Ziel erreicht haben.